Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei LevisCard1210 zu einem Shopping-Video. Ja, ich war wieder unterwegs und habe ein paar schöne Sachen gekauft. Diesmal einen Strauß bunter Blumen, sage ich mal so. Wir haben heute Spiele, Filme. Ja, am besten ich fange mal an mit den Games, Freunde. Da habe ich als erstes mir geholt Jurassic World Lego. Ja, ihr seht, das Ding ist nicht in Folie, aber neu von GameStop. Und bei dem Preis, da drücke ich mein Auge zu und habe mir das mal gegönnt für meine PS Vita. Jurassic World sieht auf jeden Fall richtig cool aus, Freunde. So, hier hin. So, dann kommen wir zu einem weiteren GameStop-Spiel. Diesmal aber gebraucht. Und für die PSP, und zwar Virtua Tennis World Tour. Und auch hier war der Preis ausschlaggebend für 99 Cent. Ein wunderbares PSP-Tennisspiel. Virtua Tennis World Tour, Freunde. Sogar mit Booklet ist dabei. Und ja, das Ganze sieht auch sehr, sehr gut aus, Freunde. Ihr wisst, ich mag Tennis sehr. Und auf der Vita gibt es ja nur Virtua Tennis 4, glaube ich. Leider keine anderen. Und ja, für die PSP. So. Das mal hier hin. So, zack. Dann kommen wir zu einem Xbox One Spiel. Und zwar Payday 2 Crime Wave Edition. Habe ich mir auch vom GameStop geholt. Ja. Das ist noch in Folie, also brandneu. Wobei das ja auch noch neu ist, aber halt, ja. Es gibt manchmal so Spiele, wo es das letzte Exemplar ist und da ist halt keine Folie drum. Aber hier ist eine Folie drum, Freunde. Gibt es übrigens auch für die PS4 ein netter Shooter, der auch online gespielt werden kann. Beziehungsweise das Spiel basiert eigentlich auf Online-Spielen. Und ja. Payday 2. Das Ganze ist wie Tetris, Freunde. Okay. Okay, das war, glaube ich, die falsche Tetris-Musik, aber egal. So, jetzt kommen wir zu den Blu-Rays, Freunde. Da habe ich einmal Kung Fu Panda 3, ein brandneuer, aktueller Animationsfilm, der vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Der dritte Teil des legendären Kung Fu Pandas. Ja. Ein wunderbarer Animationsfilm. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Ja, Po heißt er, glaube ich, ja. Und seine Kumpels hier in dem neuesten Abenteuer. Und animationsmäßig auf jeden Fall richtig geil. So, weiter geht's mit einem weiteren aktuellen Film. Batman vs. Superman Dawn of Justice in der Ultimate Edition. Da habe ich ja schon ein Unboxing von gemacht. Den habe ich für meinen Bruder geholt, weil er ist der Batman-Fan. Ich bin auch ein Batman-Fan, aber er ist extrem Batman-Fan. Und den musste er sofort haben und sofort gucken. Er ist begeistert. Ich muss den noch anschauen. Mal gucken, Freunde. Es kann sein, dass ich mittlerweile, also bevor ich dieses Video hochlade, schon ein frisch geschaut Video gemacht habe. Könnt ihr ja anschauen, Freunde. So. Da seht ihr nochmal die Batman V Superman. Da haben sie ein S vergessen, glaube ich. So. Dann kommen wir zu einer wunderbaren DVD, ein Animationsfilm. Der kleine Prinz. Basierend auf einem Kinderbuch oder Roman. Auch ein sehr aktueller Titel. Und in der weißen Hülle sieht er auf jeden Fall cool aus. So Stop-Motion oder Animationsgemischt, glaube ich, ist das. Und da freue ich mich auch drauf. Sieht sehr fantasievoll aus. Der kleine Prinz. Ja. Auf DVD. So. Jetzt kommen wir zu einer Kult-TV-Serie. Hey, wer ist das denn? Mit riesen cooler Augen guckt uns hier Mr. Bean an. Die komplette TV-Serie in dieser wunderschönen gelben Box. Mit Rowan Atkinson natürlich.
Der spielt hier Mr. Bean seine Paraderolle. Und ich finde den Humor einfach genial, Freunde. Ich denke, jeder von euch kennt Mr. Bean. Hier sind 3 Volumes drin, also die komplette TV-Serie. Und sogar nicht im TV gesendete Folgen. Ja, jede Menge Bean-Action. Und hier, herrlich, der tollpatschige Mr. Bean. So, und dann kommen wir zu einer Dreierbox mit Filmen für Kids, aber ich denke, das können auch größere Zuschauer anschauen. Fantasy for Kids Box mit den Filmen Earth 2, Echo, Sputnik und Ant-Boy. Ja, 3 Filme in diesem Pack hier, die ich alle noch nicht gesehen habe. Ja, Fantasy for Kids. Sieht von der Seite auch cool aus hier. Ameisenjunge. Und Echo ist, glaube ich, so ein Wesen hier. Ne? Earth to Echo. Und Sputnik kenne ich jetzt gar nicht. Sagt mir überhaupt nichts. Ja, so. Das war das, Freunde. Ach so. Der Preis, Freunde, 3 Euro. Also das macht 1 Euro pro Film. Da nimmt man sich das gerne mal mit. So, das war die Sachen, die ich mir geholt habe. Mit Filmen und Spielen. Und als kleine Erinnerung, Freunde, ich habe mir ja vor ein paar Monaten schon das Gamescom-Ticket gesichert für den Donnerstag. Ich werde auf der Gamescom sein nächste Woche. Und eventuell, wenn ihr auch da seid und mich erkennt, könnt ihr mir Hallo LevisK sagen. LevisK 1210, ich würde mich freuen, ein kleines Fan-Treffen zu machen. Na gut, ihr könnt mich gerne ansprechen, das fände ich super. Falls ihr von meinem Kanal kommt. Also ich werde Donnerstag auf der Gamescom sein. Da bin ich mal gespannt. So, das war das an Shopping-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommentiert, Daumen und abonniert. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.